Moin moin Leute und damit willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play State of Decay, dem Zombie Survival Spektakel hier auf West Companies. Ich werde erstmal unsere Supplies zurückpacken. Oh, Kacke, irgendwer hat das Tor offen gelassen. Okay. Also wie gesagt, die Supplies sind erstmal wichtig. Weil, ja, müssen wir mal gucken. So. Ja, hier wie gesagt, die Flare lassen wir mal auch hier. Diese Kaliber 45 Munition, da können wir mal ein bisschen was zumindest von hier lassen. Ja, das sollte reichen. Das ist ja sozusagen nur für Notfall. Ach Kacke, jetzt ist mir natürlich aufgefallen, ich habe gar keine Schlagwaffe mehr. Und das ist blöde, weil es gibt hier auch keine Schlagwaffen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal eine finden. Oder ich gehe ins Dings und wechsle zu... Ja, wir müssen jetzt hier erstmal gucken. Also 25 von 25 haben wir. Moderne Limousine, cool. Nicht genügend Materialien. Das wäre gut. Kann ich jetzt eigentlich wieder Dings wechseln? Ja. Könnte ich. Wer ist das? Pastor William, okay. Jacob... Sam Hoffman, Alan Gunderson, ja, nee, wir bleiben mal erstmal sie, aber ich würde, wie gesagt, ganz gerne noch eine Nahkampfwaffe haben. Habe ich leider nicht, muss ich jetzt erstmal finden. Das könnte, da vorne ist zum Beispiel einer. Wir fahren übrigens natürlich nicht mit dem... Aber wir könnten zum Beispiel mal gucken, ob der Pickup hinten was hat. Nee. Wir fahren erstmal nur mit dem Auto. Wir gucken mal. Ich hoffe, das geht nicht allzu schnell kaputt. Oh, was? Ah, okay. Na klar, einer hält ja immer Wache. Macht Sinn. Hier ist ein Feuer. Ich versuche mal den Automechaniker wieder zu finden. Aus. Oh. Die fahren noch volle Kanne um. Den Automechaniker. Das war hier, genau. Wie jetzt nichts mehr da. Na, komm schon. Kumpel. Hä, kann ich hier nicht mit Z? Okay. Irgendwo, ach. Aber irgendwo war hier doch noch was. Irgendwas konnte ich hier doch... Ah, hier. Was ist das? Gnadenloses Zombie-Kill-Werkzeug. Ja, den nehme ich. Gewindebohrer. Nichts mehr da. Okay. So, ich hätte hier einen anderen Pickup, den lasse ich aber mal stehen. Ich mache das übrigens so, ich benutze die Autos mal nur, also wenn sie noch fahren, benutze ich sie auch noch. So, ich werde mal hier, freundlich gesinnte Überlebende. Oh, das wäre vielleicht ein Hinweis, dass es vielleicht auch feindlich gesinnte Überlebende gibt. Da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, aber die versuche ich jetzt auf jeden Fall zu retten. Also... Wenn die sich retten lässt, die Person. Hey, yo. We're all hard workers here. We'll pitch in with anything you need.
Lichtschalter mit T, eine Taschenlampe. Cool. Faulpelz-Ex-Sportler. Trinker. Ex-Tierpräparator. Oha. Autokrat-Ingenieur. Aber ich sag's mal so. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir aus The Walking Dead und anderen eins gelernt haben, denn dass in der Zombie-Apokalypse jeder, und deshalb nehmen wir ihn. Achso, sie kommen dann natürlich alle, okay, alles klar. Oh, was? Guckt euch das an! Maschinenpistolen! Revolver! Scharfschützengewehre! Splittergranaten, was? Kommt, Jungs. Das laden wir alles in den Truck. Oh, oh. Oh, oha, fast ein Killstreak. Okay, okay, schnell, wir brauchen noch das Maschinengewehr. Verwenden, verwenden. Oh. Ah, scheiße. Was, ich habe das nicht verdient? Okay. Okay, schnell. Kommt, Jungs. Ins Auto. Ich muss hier mal eine Runde fahren. Ich werde mich in dieser Stadt vermutlich nicht zurechtfinden. Und ich muss jetzt natürlich auch erstmal gucken, wo ich hin muss. Da oben natürlich. Also, das, was ich eben nochmal angesprochen hatte, ne? Also, das haben wir in The Walking Dead gelernt, dass jeder Mensch, der früher gut war, böse sein könnte in der Zombie-Apokalypse. Andererseits aber genauso. Jeder schlechte Mensch kann gut werden. Also, auch, guck mal, da stand jetzt zum Beispiel, dass er ein Faulpelz ist, ne? Oder Nichtsnutzen, Trinker. Aber in der Zombie-Apokalypse können solche Leute doch irgendwie vielleicht nützlich sein. Schnell rein. Du und Lukas sind jetzt Freunde. Okay. So, erstmal natürlich was abladen. Erstmal natürlich das Sturmgewehr. Ups. Ja, wo habe ich den hingepackt? Ach, da. Was ist das hier? Zu ziehen. Ah, cool. Weg damit. So, ich bräuchte echt mal einen größeren Rucksack, weil diese kleinen Rucksäcke... Ups, die gehen mir irgendwie auf den Sack. Das Auto werde... So. Jetzt sind wir natürlich ein paar Menschen mehr, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Moral unserer Heimatbasis ist gut. Wir haben einige Vorräte, wie hier zum Beispiel diese Nagelzieher. Das Ding nehme ich mal mit, den lasse ich mal da, die lasse ich mal auch da. Der scheint ganz schön auszuteilen, oder wie? Okay. Cool. Sehr, sehr cool. Wir haben, wie gesagt, Überlebende gerettet. Und die gehören jetzt auch so, sage ich jetzt einfach mal, mit zu unserer Crew. Hey, how are you? So long. Und sie ist sogar Ingenieur. How's it going? Ah, okay. Also Lukas könnte ich zum Beispiel jetzt auch spielen. Und ich glaube, das mache ich mal. Ex-Jäger.
Kantenstecher, Gewehr, Mund fürs Gewehr. Müde. Na klar. So, wir müssen jetzt natürlich mal gucken, dass wir Dings hier... Ed, dass wir ihn... mal versorgt kriegen. Ich kann ja vielleicht mal gucken, vielleicht... kann ich vielleicht sehen... Müde oder verletzt. Ah, okay. Das ist dann wahrscheinlich Story-mäßig, dass... dass Ed nicht mitkommen kann. Dennoch würde ich... Anscheinend haben die hier auch alle einen Führerschein. Das finde ich gut. Ich würde die Karre aber auf jeden Fall, solange wie sie noch fährt, weiterfahren lassen. Den Pickup nehmen wir mal noch nicht. Die scheinen noch alle... Wobei, ich werde das mal so machen. Wir sind ja jetzt auch mehr Leute. Ich werde mir mal das nächste Auto markieren und das dann einfach mal hierher eskortieren, sag ich jetzt einfach mal. Das ist so, dann haben wir sozusagen mehr Autos und einen größeren Fuhrpark. Das finde ich halt auch wichtig. Wir können mal gucken, hier ist ein SUV. Muscle Car, das ist vielleicht ganz gut einfach mal zum Fliehen. Und das passt vielleicht auch zum Lucas. Also dementsprechend finde ich das ganz cool. Also bisher muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht mal zwei Stunden gespielt. Und das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte mir dazu mal ein Let's Play angeschaut auf YouTube. Und das sah nicht annähernd so cool aus. So, dieses Muscle Car. Das stelle ich da mal auch hin. Und diesen, was ist das, ein Toyota oder ein Honda oder ein Nissan oder... Na, auf jeden Fall diesen Jeep. Der kommt hier neben. Oder beziehungsweise den würde ich dann hier neben lassen. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich hier noch das eine oder andere Haus einfach mal auskundschafte. Einfach weil es ja auch Sinn macht. Oder beziehungsweise vielleicht erstmal die... Oha. Vielleicht auch erstmal die wichtigen Sachen. Hier zum Beispiel ist eine Garage. Mit einem Gaskanister. Oh oh. Okay. Oh oh. Schnell, lauf, Lucas! Ich müsste mehrmals... Oh nein. Es könnte sein, dass Lucas stirbt. Oh nein. Alleine gegen eine Zombie-Hürde. Hat er... vermutlich keine Chance. Es waren zu viele. Shit. Fuck. Er hat sein Leben riskiert. It's always hard to lose one of our own. Seems like we've lost so many people. But we can't stop fighting. If we give up, we're nothing. Less than nothing. Who's going to remember us if we roll over and die? Oh Mann, oh Mann. Ja. Der gute Lucas. Da sag ich noch, in dieser Welt kann prinzipiell jeder... Warte mal. Diesen Stock. Ja, zerstören wir. Weg damit. Wir haben ja auch viel zu viel Scheiß dabei. Lagern. Nee, Schrotflinte kann man eigentlich ganz gut behalten. Den lagern wir mal auch. Rucksäcke. Kleiner Rucksack. Was hat der? Mittelgroßen, ne? Großen. Ah, okay, cool. Sleeping space. People are already sharing beds and shifts. Now I've drawn up some basic plans,
but we'll want to get on this in a hurry. People are already talking about leaving. Schlafbereich einrichten. Wie sollen wir das machen? Genau, indem wir... Vor allem, ich frage mich, hier ist so viel Platz. Warum stellen die nicht hier irgendwelche Betten auf? Stattdessen haben die hier. Naja, wie auch immer. Okay, wir sollen auf jeden Fall Schlafbereiche einrichten. Muss ich jetzt natürlich erstmal überlegen, wie man das am günstigsten macht. Gegen Schlafmangel lässt sich zur Schlafbaracke mit richtigen Betten einrichten. Pritschen und Futons. Sind Futons nicht sowas Asiatisches? Okay, liebe Freunde, aber was das wird mit den Pritschen und Futons? Und wir müssen schließlich auch das andere Auto wiederholen. Jetzt haben wir ja nur noch das Muscle Car, was ziemlich cool ist. Brumm! Das sehen wir in der nächsten Folge von State of Decay. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.